Hammer. Was ist das für ein Moment, den wir hier haben dürfen, auch so in der Gegenwart Gottes und so eine Lebensgeschichte zu hören. Es begeistert mich. Ich glaube, das ist genau, worum es heute Abend hier geht. Dass wir eine Begegnung haben mit dem Schöpfer Gott. Und dass wir an einem Punkt sind, wo wir auch bereit sind zu sagen, Gott, ich möchte mein Leben dir hingeben. Ich möchte an den Punkten meines Lebens, wo ich gerade Stillstand habe, auch weiterkommen. Sachen, die nicht gut sind, zu wissen, dass Gott etwas Gutes für mich hat. Und ich saß heute Abend hier und habe diesen Gottesdienst so miterlebt. Und ich habe so eine Sache auf mein Herz gelegt bekommen von Gott, wo ich dachte, hey, ich würde heute so gerne so eine Zeit haben, wo wir ganz offen und ehrlich einfach diese Zeit haben können. Weißt du, so eine große Veranstaltung ist ja auch immer relativ, aber hat ja eine gewisse Faszination. Man kommt irgendwie hier so rein, man denkt, okay, die Menschen dort vorne auf der Bühne mit dem Mikrofon, die müssen mich jetzt irgendwie unterhalten, mich abholen und dann bin ich irgendwie als Zuschauer drin. Aber ich hatte so irgendwie so diesen Eindruck, dass das so eine Zeit sein kann, wo wir einfach mal dieses Äußerliche ablegen und einfach wirklich mit persönlich so mit unserem Herzen zu Gott kommen, es unser Herz weit machen und sagen, okay, das soll nicht nur eine Veranstaltung sein, das soll nicht nur irgendwie etwas sein, was ich vielleicht aus Routine mache oder vielleicht bist du das allererste Mal hier und du bist so überwältigt, ich weiß es nicht, vielleicht langweilst du dich gerade zu Tode, aber ich möchte, dass du an jenem Punkt, wo du gerade bist, dass du sagst, Gott, wenn es dich gibt, dann möchte ich dich kennenlernen. Und vielleicht bist du hier, wo du sagst, Gott, ich weiß, dass es dich gibt, aber ich möchte einfach so viel mehr. So viel eingeschlafen in meinem Leben. Ich möchte wissen, was der nächste Schritt für mein Leben ist. Ich möchte weiter in diese Richtung meiner Berufung. Und ich glaube, dass das so eine Zeit sein kann, wenn wir einfach mal in diese Idee hineinkommen, dass das einfach ein Wohnzimmer ist, wo wir einfach ins Gespräch kommen und den Geist Gottes einladen, zu uns zu sprechen. Seid ihr mit dabei? Komm, dann lass uns doch nochmal, möchte ich das einfach nochmal zu Anfang beten, dass wir unsere Herzen weit machen, dass der Geist Gottes, Jesus Christus, der hier mitten uns gegenwärtig ist, dass er uns so ein bisschen aus der Reserve holt, vielleicht ein bisschen so aus unserem Alltag gerade rausholt. Was auch immer es gerade in dir auch gerade irgendwie tobt, dass Gott zu uns heute spricht, dass Gott zu mir spricht. Dass ich zu euch spreche, aber dass ich diese Erwartung habe, Gott, sprich du zu mir. Vater, ich möchte dir danken, dass das, was wir machen, nicht irgendwie menschengemacht ist. Dass der Glaube, den wir haben, nicht irgendwo nur eine Tradition ist. Vater, und es recht nicht, dass wir hier einen Gottesdienst, Kirche spielen, sondern dass wir wissen, dass du wahrhaftig bist, auferstanden, heute lebst. Vater, wir sind kein Produkt unserer Eltern, die uns vielleicht hier hingebracht haben. Sondern wir dürfen wissen, dass du deine Geschichte schreibst mit uns. Vater, und ich bete das auch für mich, so oft ich das schon gemacht habe, bete ich, Herr, dass ich mit einem reinen Herzen vor dich komme und Buße dafür tue, wo ich einfach mit einer falschen Routine einfach das Ding abspule. Ich bete dich in den Namen Jesus, dass wir dir hier Raum schaffen und dass du heute etwas tust, was so viel größer ist, als wir selber sind. Vater, und so danken wir dir, Herr, dass du ein guter Gott bist, dass du etwas vorhast, wozu wir Ja und Amen sagen wollen. Wir wollen es besiegeln und wir wollen hier anders rausgehen heute, wie wir reingekommen sind. In deinem Namen habe ich gebetet und wir alle sagen Amen. Hey, das ist wunderschön, hier zu sein. Ich bin wirklich froh. Ich bin auf dem Weg hierher. Ich komme aus Bonn hier angereist und ist gar nicht so weit. Und doch sind so viele Bäume irgendwie dazwischen.
Und es ist wirklich, wirklich schön. Du kommst von der Autobahn runter und denkst so, okay, wo sind hier die Häuser? Ja? Zu welchen Menschen predige ich? Sind das Waldmenschen? Ja? Aber wisst ihr, lasst mich das nur mal, das ist wirklich Spaß. Ich bin da natürlich dumm. Ja? Das ist hier Oberberg. Ja? Das ist die neue Metropole. Und ich möchte echt noch mal meine Wertschätzung ausdrücken. Das, was ihr hier habt in Berg Neustadt, im Oberberg, das ist wirklich ein Novum. Also das ist schon so, dass ihr so über Jahre und Jahrzehnte hier zusammenkommt, Gottesdienst feiert, ihn hier groß macht, und dass du dich hier mit einschreibst, das ist großes Kino. Und weißt du, das mag für dich vielleicht kein großes Kino sein, weil du hier denkst, okay, das haben wir schon immer so gehabt, alle 4 Jahre. Und du kommst hier rein und denkst, diese Bühne steht hier schon immer. Weißt du, so, dass dahinter steckt so viel Arbeit, Schweißblut und ich weiß nicht, ich glaube, es gibt 4 aus dem Kernteam. Stimmt das, Florian? 4? 4? Steht doch mal auf. Ich weiß, sieht man euch? Steht mal auf hier. Hier. Daniel, Flo, Team. Hammer. Wirklich, das ist der Hammer. Weißt du, ich war, glaube ich, vor 2 Jahren war ich hier. Ich komme jetzt hier wieder hin und ihr seid mit so einer Leidenschaft, mit so viel Investment hier dabei. Wirklich, da habt ihr meinen größten Respekt. Ja? Ich weiß, ich komme immer nur und nehme mir das Mikrofon, aber das, was ihr hier wirklich mit Hingabe macht, das ist ganz, ganz großes Kino. Vielen Dank dafür, was ihr macht. Die Zeit deines Lebens, das ist so das Thema, was uns diese nächste Stunde vielleicht beschäftigen soll, jetzt hier in meiner Predigt und der Gebetszeit. Weißt du, so die Zeit deines Lebens, so jeder von uns hat irgendwie das auch positiv, wo du sagst, boah, das ist die Zeit meines Lebens. Ja? Hatte ich jetzt wie letzten Sommer, wo ich auf einem Missionseinsatz war und so aus meiner Komfortzone rauskommen muss, im engsten Raum mit irgendwie knapp 100 Jugendlichen diese Zeit verbringe und weißt du, so, das ist so, wo ich rausgehe und denke, boah, das war die Zeit meines Lebens. Und ich sage so, das ist nicht, wofür ich irgendwie mich entschieden hätte. Oh, warte mal ganz kurz, das ist, okay. Sondern das sind so Momente, wo du weißt, Gott war da, Gott hat gewirkt und du weißt ganz genau, das ist die Zeit meines Lebens. Aber ich möchte das einfach mal ganz nüchtern betrachten, die Zeit deines Lebens. Gar nicht so emotional betroffen, so ob das jetzt gut oder schlecht ist. Einfach so als ein Faktum. Dass du ganz genau weißt, dass die Zeit läuft. So jetzt hier in diesem Augenblick, dass du die Zeit nicht anhalten kannst. Diese Zeit, die läuft. Und dagegen kannst du nichts tun. Und wenn du mal wieder gefragt wirst, wie es dir denn geht, dann kannst du sagen, läuft. Ja? Über dieses läuft möchte ich mal ganz kurz reden. Ich glaube, habe ich da eine Folie? Weißt du, so dieses läuft. Diese Zeit, die läuft einfach und die hört einfach nicht auf. Unsere Gesellschaft weiß das auch, nicht nur du. Wir sind nicht so besonders klug, weil wir Christen sind, sondern das ist einfach so auch in unserer Gesellschaft. Die Gesellschaft jagt auch deswegen nach der Erfüllung des Lebens. Weil wir wissen, dass diese Zeit, die wir haben, nicht unendlich ist. Deswegen jagen wir dieser Zeit nach und suchen eine Erfüllung unserer Sehnsucht. Wir rennen, was das Zeug hält. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass wir immer schneller laufen und mit dem Problem, dass wir in die falsche Richtung laufen. Das bedeutet, das hilft dir gar nicht, dass du doppelt so schnell bist, weil du läufst doppelt so schnell in die falsche Richtung. Und wir jagen so Sachen nach wie Geld. Das ist so die neue Währung heutzutage, unser Wert. Wir haben gesagt, Geld, das ist, was wir machen, das ist, was wir anhäufen, das ist, wo wir Menschen unterdrücken und über Leichen gehen, um Hauptsache Geld zu haben. Zeit ist Geld, sagen wir, okay? Wir haben Sachen wie Erfolg, Anerkennung, Macht, Sex, all jene Sachen jagen wir in unserer Gesellschaft nach, um irgendwie eine Erfüllung unserer Sehnsucht zu haben. Mit dem Problem, dass wir an irgendeinen Punkt kommen und sagen, das reicht nicht, wir brauchen immer mehr Geld, mehr Anerkennung, mehr Macht, mehr
Sex und so weiter. Und das Ganze endet eben an jenem Punkt, dass wir uns in einem Teufelskreis befinden. Denn je mehr wir unsere Sehnsucht an solchen Dingen stillen möchten, desto größer wird die Gier und somit auch die Enttäuschung. Und dass die Geschichte, die Philipp hier erzählt hat, die macht total Sinn, weil das so sinnbildlich ist, dass du mit dem einen beginnst und immer nur noch weitergehen möchtest. Du suchst immer nur noch diesen nächsten Kick. Und wir alle, so fromm du vielleicht auch bist, wir leben hier in dieser Gesellschaft, wir sind hier mittendrin. Und wir können uns davon nicht befreien und sagen, ah, das ist ein Problem irgendwie der Gesellschaft, ah, ich bin ganz anders unterwegs. Wir sind da irgendwie in diesem Teufelskreis unterwegs. Und dieser Teufelskreis, den beschreibt auch Jesus in Johannes Kapitel 10, Vers 10, wo der Dieb nur kommt, zu stehlen, zu schlachten, zu verderben. Aber Jesus sagt, ich bin aber gekommen, damit sie das Leben haben und das Leben im Überfluss. Genau das ist nämlich dieses Paradigma und dieser Gegensatz. Und ja, die Zeit läuft und die Tage, die mögen wenige sein. Unglaublich, und jetzt kommt's, jetzt lasse ich die Katze aus dem Sack, dass ich schon 37 Jahre alt bin. Ja? Wundert ihr euch noch? Ich freue mich, dass ihr erschrocken seid und euch wundert. Das letzte Mal, als ich das gesagt habe, haben wir gesagt, ja klar, was ist daran komisch? Ja? Aber ich denke auch, ich sehe nicht mehr aus wie 37, ich fühle mich auch nicht mehr wie 37, eher so wie 35. Ich weiß nicht, was daran lustig ist. Ich finde, das macht einen riesen Unterschied. Die Zeit läuft, ja, und die Tage sind wenige, keine Frage. Aber wisst ihr, die gute Nachricht ist, es gibt eine Ewigkeit. Es gibt eine Ewigkeit. Es mag sein, dass das rasant schnell geht. Aber wisst ihr, dieses Leben ist nur ein Durchgang in die Ewigkeit. Diese Ewigkeit, die wird niemand entkommen. Wir alle werden an jenem Punkt sein, wo wir sagen müssen, wo werde ich meine Ewigkeit verbringen? Und so fromm, kirchlich und altbacken sich das vielleicht auch jetzt anhört, Gott ist die einzige Antwort auf deine Ewigkeit. Gott ist die einzige Antwort auf deine Ewigkeit. Es gibt keine Alternative. Hier gibt es keine Grauzone. Das ist die einzige Antwort für dein Leben. Und wenn du hier bist und zum allerersten Mal und denkst, mit Gott und Kirche habe ich nicht viel am Hut und du glaubst ja, was in der Bibel drin steht und so weiter. Ich habe jetzt tatsächlich auch einen Bibelvers für alle wiedernen Studenten. Im Prediger Kapitel 3, Vers 11 habe ich einen Bibeltext, wo ich glaube, dass selbst wenn du nicht an Gott und die Bibel glaubst, dass dieser Satz einfach Sinn macht. Da heißt es nämlich, dass Gott dem Menschen etwas ins Herz gelegt hat, das danach fragt, was ewig ist. Das bedeutet, in dir Mensch, da so wie du vor mir sitzt, du hast in dir diese Frage nach Ewigkeit. Du stehst vielleicht morgens nicht auf und sagst, wie sieht meine Ewigkeit aus, wie kann ich Ewigkeit beantworten? Diese Frage hast du vielleicht so nicht formuliert, aber das sind vielleicht so Dinge, wo wir heutzutage fragen, was ist der Sinn des Lebens? Ich meine, ich gehe jetzt steil auf die 40 zu. Weißt du so, da sagt man ja heute so ein bisschen, hat man so Begriffe wie die Midlife Crisis und so. Das ist eben jener Punkt, wo du vielleicht erfolgreich bist, wo du vielleicht Familie hast, wo du ein Haus hast, einen Garten hast, einen Hund hast, wo du deine Tippliga gerade gewinnst, wo dein Verein gerade gewinnt. Und doch bist du an einem Punkt der Sinnfrage. Frag, ist das alles? Sagte die Conny auch eingangs. In der Moderation, ist das alles im Leben? So gut es auch läuft und wir wissen, dass da keine Garantie hintersteckt, dass es gut läuft, denn wir haben so viele Sachen, die auch nicht gut laufen. Aber diese Frage, ist das alles im Leben? Gibt es dort mehr im Leben?
Und du denkst, dass das irgendwie an einem Punkt ist, wo du eigentlich glücklich sein sollst, aber spürst, boah, da ist einfach kein Glück in meinem Herzen. Weil der Mensch eine Frage in seinem Herzen hat, die von Gott hineingelegt wurde, nach dem zu fragen, was ewig ist. Und wenn du das in dir nicht beantwortest, was ewig ist, wirst du immer suchend sein, wirst du immer nur das Zweitbeste haben. Aber so darfst du wissen, dass wenn du diese Ewigkeit für dich beantwortest in Gott, dann hast du das Beste, dann hast du das Ewige. Gott ist ein ewiger Gott. Deswegen gibt es dazu keine Alternative als nur Gott allein. Das Wichtigste im Leben ist die Antwort auf Ewigkeit. Diese Frage werde ich dir am Ende des Gottesdienstes stellen. Aber ich möchte für einen Moment, dass wir darüber nachdenken, dass das Wichtigste im Leben ist die Antwort auf Ewigkeit, weil Himmel und Hölle real ist. Es ist nicht nur eine Tradition, es ist nicht nur eine Liturgie, es ist nicht nur irgendwie eine Prägung meiner Eltern. Das ist, dahinter steckt Realität. Und es gibt nur einen Weg in diese Ewigkeit mit Gott und die heißt Jesus Christus, der menschgewordene Gott. Und weißt du, ich habe uns mein Kletterseil mitgebracht. Mache ich auch ganz gerne Sport. Bin irgendwie in letzter Zeit nicht mehr dazu gekommen. Aber weißt du, stell dir vor, mein Kletterseil ist jetzt nur 70 Meter lang, aber stell dir vor, dieses Seil würde niemals enden. Stell dir das einfach mal vor, okay? Stell dir vor, dieses Seil würde niemals enden. Ich könnte nur noch so dran ziehen, es wird immer weitergehen. Und jetzt stell dir vor, dass dieses Kletterseil einen Zeitstrahl widerspiegelt. Es ist so ein Zeitstrahl. Und das ist einfach eine Zeit von der ganzen Ewigkeit und es hört einfach nicht auf. Und hier vorne, seht ihr das, lieber Kameramann? Siehst du das? Okay, gut, dass ich mich heute noch rasiert habe. Seht ihr dieses Seil? Ja, okay, pass auf. So, ne, schon okay. Seht ihr diese Markierung? Seht ihr? Danke für diese Antwort. Eine Person sieht diese Markierung. Verstehst du? Stell dir vor, das sind deine sogenannten 80 Jahre. Stell dir vor, das ist deine Lebzeit. Und dass, wenn Tag X kommt, du sterben wirst, deine Ewigkeit beginnt. Und diese Ewigkeit immer und immer und immer weiter läuft. Und weißt du, ich habe so mal drüber nachgedacht, dass sich so viel, wie wir uns beschäftigen und die Entscheidungen, die wir treffen, ob es uns gut oder schlecht geht, sich stets immer hier in diesem Bereich befindet, der Endlichkeit. Dass wir so die Perspektive der Endlichkeit haben. Ich gebe euch ein Beispiel. Denn aus der Perspektive der Endlichkeit sind uns manchmal Diskussionen so wichtig, dass wir unbedingt Recht haben wollen, verbittert sind und streiten und nie mehr miteinander reden. Das hat uns so viel Bedeutung hier in dieser Endlichkeit. Streitereien, Vergebung, haben wir gerade gehört, dass wir Menschen nicht vergeben können, weil wir rein diese Perspektive der Endlichkeit haben. Aus dieser Perspektive der Endlichkeit, boah, da ist uns Social Media so wichtig. Da wollen wir mehr Likes haben. Da wollen, dass Leute uns folgen. Hör ich hier vorne. Perspektive der Endlichkeit. Wo wir Sachen vergleichen.
und denken, ah, der hat irgendwie das schönere Fahrrad, oh, der hat jetzt ein E-Bike, E-Scooter, oh, iPhone 11, 11, 1,1. So, wir bewerten Dinge aus der Perspektive der Endlichkeit, oder? So viele Dinge, wo wir unterwegs sind, haben wir nur diesen Zeitstrahl bis hier den Blick für. Und doch heißt es, dass Gott dem Menschen etwas ins Herz gelegt hat, nach dem zu fragen, was ewig ist. Was ewig ist, was unendlich ist. Uns ist in diesem Zeitstrahl hier vorne so enorm und extrem wichtig, was andere über mich denken. Dass wir uns verbiegen, dass wir so etlich viele falsche Entscheidungen treffen. Einfach aus Menschenfurcht. Aber ich frage mich manchmal, was ist aus der Gottesfurcht geworden? Perspektive der Endlichkeit. Und fällt dir auf, wir drehen uns nur um uns. Und eine Zeitung, die ich mal gelesen habe, die hatte das so mal treffend auf den Punkt gebracht. So dieses Problem des Zeitgeistes. Es sagte, wir kaufen Dinge, die wir nicht brauchen, um Menschen zu beeindrucken, die wir nicht wirklich mögen, mit Geld, das wir eigentlich nicht haben. Perspektive der Endlichkeit. Weil wir alles aus der Perspektive der Endlichkeit bewerten. Weil uns diese Perspektive, dieses endliche Leben so unendlich wichtig ist. Dabei gibt es tatsächlich eine Ewigkeit. Im Psalm 90, Vers 12, dort heißt es, mach uns bewusst, wie, alle sagen mal kurz, wie kurz das Leben ist. Mach uns bewusst, wie kurz das Leben ist, damit wir unsere Tage weise nutzen. Oh, das ist heute Abend mein Gebet. Dass wir so ein Stück weit davon verstehen, dass wir unsere Tage weise nutzen. Und ich wäre ein Heuchler, wenn ich sage, ihr habt es nötig, ich hab's nötig. Weil ich in dieser Welt mittendrin lebe und auch immer wieder diesen Zweikampf habe. Soll ich euch diesen Zweikampf zeigen? Ich nenne diesen Zweikampf Zeitkiller versus Matchplan. Habe ich ihn da? Da. Es ist wie so der Kampf der Giganten. Weißt du so, du hast so einen Matchplan, du stehst auf und denkst, ich weiß, was ich heute vorhabe. Ich habe einen Plan für mein Leben und plötzlich kommt der Zeitkiller. Und ich dachte, es ist so, ich wollte ja eigentlich noch gefrühstückt haben, noch irgendwie meine Hausaufgaben gemacht haben, ich wollte hier noch einen Freund angerufen haben und plötzlich bist du auf Netflix, auf Amazon Prime. Dann denkst du dir so, ich müsste jetzt eigentlich schlafen, aber nur noch eine Folge. Und weißt du so, da ist so dieser Kampf der Giganten. Und weißt du, es gibt so viele Angebote dieser Welt, die schreien nur nach uns. Und wenn du so mal überlegst, wenn der Durchschnittsmensch in Deutschland aktuell irgendwie 80, 82 Jahre leben sollte, wie diese 82 Jahre ausschauen. Es gibt so ein paar Statistiken, natürlich ist das immer so ein bisschen Pi mal Daumen, aber man sagt zum Beispiel, in dieser Zeit hier, in dieser Perspektive der Endlichkeit, in diesem Zeitstrahl, verbringt der Mensch etwa, wenn das jetzt 80 Jahre darstellen soll, etwa 24 Jahre mit Schlafen. Ist ein gesunder Mensch, weil ich habe mir mal sagen lassen, 8 Stunden am Tag soll es sein und so kommt man so etwa auf 24 Jahre. Daran sollten wir jetzt vielleicht nicht irgendwie dran kürzen, es sei denn, du bist irgendwie mit deiner Rechnung auf 30 Jahre gekommen. Dann solltest du drüber nachdenken und dir gleich nochmal die Hände auflegen lassen. Aber weißt du, es gibt eine Statistik, die sagt, dass der Durchschnittsmensch in Deutschland, wenn du 80 oder 82 Jahre alt wirst,
etwa 12 Jahre lang Fernsehen schaust. Und eine Zeit der ganzen Streaming-Plattform und alles frei und so, würde ich behaupten, dass diese Zeit nach oben gegangen ist. Im Vergleich dazu verbringen wir insgesamt nur 9 Monate oder spielen wir nur 9 Monate mit unseren Kindern. Krass, oder? Willst du wissen, wie lange du auf der Toilette sitzt? Sind durchschnittlich etwa 6 Monate deiner Lebzeit. Ich weiß nicht, worüber du dich gerade mit deinem Nachbarn unterhältst, aber möge der Herr es segnen. Und laut dieser Studie verbringen wir am wenigsten mit Gebet und mit Gott. Perspektive der Endlichkeit. Und ich würde mich ja tatsächlich als ein sehr intuitiver Typ auch verstehen und als ein sehr flexibler, freiheitsliebender Mensch. Und ich belächle so ein bisschen Menschen, die so total alles durchdacht haben, durchgeplant haben, Excel-Tabellen haben und so. Aber in Wirklichkeit beneide ich sie nur, okay? Das will ich nochmal gesagt haben. Und doch glaube ich, wenn wir eben eine Perspektive nicht der Endlichkeit, sondern der Unendlichkeit bekommen sollen, man könnte auch sagen, eine Ewigkeitsperspektive bekommen sollen, hier in unserem Leben, auf Erden, dann glaube ich, braucht es wahrscheinlich einen Plan. Weißt du, ich wünschte so als Mensch und so meiner Persönlichkeit, alles würde so automatisch passieren. Aber ich weiß, wie laut dieser Schrei dieser Welt ist, nach Ablenkung. So sehr und so laut, dass wir einen Matchplan brauchen. Dass wir wissen, hey, wie möchte ich mein Leben gestalten? Wie möchte ich mein Alltag gestalten? Wie möchte ich meinen Montag gestalten? Ich glaube, wir müssen an einen Punkt kommen, wo wir rauskommen aus einer reinen Emotionalität, wo ich denke, 4-mal im Jahr Lifeline reicht mir. Das läuft schon irgendwie und dann zwischen mache ich irgendwie Freestyle. Sondern dass du an einen Punkt kommst, ich möchte einen Plan für mein Leben haben. Ich möchte die Kreation meines Alltags sein. Ich möchte nicht irgendwie nur ein Ergebnis irgendwie meines Tages sein, sondern ich möchte tatsächlich derjenige sein, der Schöpfer meines Planes. Und ein chinesisches Sprichwort sagt, ein Sprichwort sagt, ich bin Koreaner, deswegen habt ihr gelacht, ne? Passt ja gar nicht chinesisch und koreanisch. Niemand plant zu versagen. Niemand plant es. Wer steht schon morgens auf und wie kann ich heute versagen? Niemand plant zu versagen, aber die meisten versagen beim Planen. Oh ja, so. Und schaut, ich würde mal behaupten, ich bin hier so der charismatische und pfingstliche, theologische, ausgerichtete Typ hier in diesem Raum. Und ich glaube einfach an die Führung und die Leitung des Heiligen Geistes. Ja, ich glaube, es ist einfach so extrem wichtig zu hören und sich führen zu lassen. Aber weißt du, ich glaube, Gott hat nichts gegen Pläne. Ich glaube, wir brauchen es, gerade wenn du jung bist, vielleicht auch da auch noch mal ein bisschen am Ausprobieren bist. Ich glaube, wir brauchen Pläne zu sagen, ich möchte es planen, um mir vornehmen zu vergeben. Ich möchte nicht, dass irgendwie Gott mir irgendwie eine Steintafel runterfallen lässt. Okay, Jimmy, heute ist der Tag, wo du vergeben musst. Sondern ich plane es, regelmäßig zu vergeben, Entschuldigung zu sagen. Zu sagen, hey, ich bin nicht perfekt, ich habe hier etwas falsch gemacht.
Es soll an einen Punkt kommen, wo er sagt, hey, ich möchte wirklich Real Talk haben. Wo ich an einem Punkt bin, wo ich sage, ich möchte es anpacken in meinem Leben. Plane deinen Fokus. Plane deinen Fokus. Dass du sagst, ich möchte Ablenkung in meinem Leben minimieren. Fokus maximieren. Plane deine Prioritäten. Wie wäre es, wenn du sie aufschreibst? Schreib sie mal auf. Schau sie dir an. Vielleicht ist das heute Abend so ein Tag, wo du, ein Abend, wo du dir das aufschreibst und sagst, ich möchte, dass das Wichtigste am wichtigsten bleibt. Vielleicht möchtest du jemanden einladen in dein Leben und ihn wirklich darum bitten, dass er in dein Leben hineinspricht. Sagst du, hier, das sind meine Prioritäten. Frag mich doch einmal die Woche, ob ich meine Prioritäten gelebt habe. Plane deine Qualitätszeiten. Wie wäre es, eine Ewigkeitsperspektive zu bekommen, wo wir raus aus dieser Perspektive der Endlichkeit kommen, rein in die Unendlichkeit und sagen, ich möchte meine Bibellese planen. Wenn du ein Bibelmensch bist, wenn du an Gott glaubst, wenn du glaubst, dass du ein Kind Gottes bist, wenn du eine Tochter und Sohn Gottes bist, dann überleg doch mal, an einen Punkt zu kommen, wo du sagst, ich möchte, dass das auch Platz und Zentrum in meinem Alltag findet, wo ich sage, ich plane meine Bibellese. Das mag dann jeden Morgen vielleicht eine halbe Stunde früher sein wie bisher, die du mit Schlafen verbracht hast. Aber sagst, mir ist das so wichtig und ich kann es mir nicht leisten, hier irgendwie nachlässig zu sein. Ich weiß, das ist Schwarzbrot, was ich dir jetzt gebe, aber wisse doch, dass du deine wenigen Tage weise nutzt. An einem Punkt zu kommen, wo du ganz genau weißt, dass der Schrei in deinem Herzen, dass das, was Gott in dir hineingelegt hat, nach dem zu fragen, was ewig ist, dass das eben nicht anders beantwortet werden kann, als dass du mit dieser Ewigkeitsperspektive es beantwortest. Hört sich vielleicht für junge Menschen komisch an, aber für alle, die irgendwie berufstätig sind und irgendwie aktiv für Gott sind, ihr wisst, was ich damit meine. Plane deinen Sabbat, plane deinen freien Tag, plane deine Familienzeit. Komm an einen Punkt, wo du weißt, hey, ich möchte wirklich entschleunigen in meinem Leben und ich möchte neu zur Besinnung kommen, worum es eigentlich hier wirklich geht im Leben. Plane, habe einen Matchplan, plane deine Großzügigkeit, plane Hilfsbereitschaft in deinem Leben, plane Commitment, plane Fastenzeit. Ich sage, ich hasse Fasten. Das kann ich einmal ganz offen sagen. Ich weiß, es ist gut, es ist richtig. Ich weiß, in der Perspektive der Ewigkeit macht das Sinn. Aber weißt du, mein Fleisch aus der Perspektive der Endlichkeit, Reis. Ja? Weißt du, so, es spricht gegen meine Natur. Es spricht gegen meine Natur, aber wollen wir denn nur in dem Natürlichen oder wollen wir hin zu dem Ewigen, zu dem Übernatürlichen, wo wir wissen, Gott gibt es tatsächlich, er ist real. Und ich opfere Zeiten oder ich opfere Finanzen, ich opfere Dinge in meinem Leben, wo ich ganz genau weiß, dass ich einen neuen Fokus in mein Leben bekomme, ein neues Zentrum in mein Leben bekomme. Weißt du, wenn ich darauf warte zu fasten, bis Gott nochmal übernatürlich im Himmel mir das durch die Wolken irgendwie erzählt, dann habe ich bis heute noch nicht gefastet. Plane deinen Missionseinsatz, lass mich das nochmal sagen. Plane deinen Missionseinsatz. Das möchte ich dir wirklich sagen, du hast 365 Tage im Jahr. Wie wäre es, wenn du in deinem Herzen hier vorne nimmst, ich möchte kein Jahr verpassen, wo ich mein Leben nur mit Urlaub und so verbringe, sondern ich möchte zumindest wissen, dass ich hier und da einen Einsatz gemacht habe. Ob das in der Nachbarschaft ist, ob es in deiner Gemeinde ist, ob es im In- oder Ausland ist, dass du sagst, ich möchte einfach mal investieren in das Reich Gottes, so nennen wir das, eine Reich Gottes-Perspektive zu haben. Plane deine Extrameile zu gehen. Und diesen mache ich am liebsten als unkonventioneller Typ. Plane Ungeplantes zu tun. Wir hinten da, wir verstehen uns. Plane Ungeplantes zu tun. Ein offenes Herz zu haben für das Reden Gottes. Dass du weißt, okay, ich habe hier meine Routine, ich habe hier meine Pläne, aber ich möchte nicht nur mit Kalkulation, Vernunft arbeiten, ich möchte doch wissen, dass ich mich aus meiner Reserve rauslocke und gehorsam bin und etwas tue, was ich normalerweise nicht tun würde.
Anfang des Jahres habe ich einer meiner besten Freunde ist in Griechenland gestrandet, weil die unerwartet viel zu früh ihr Kind bekommen haben, konnten das Land nicht verlassen. Und meine Frau und ich, wir wussten, okay, es macht jetzt überhaupt keinen Sinn, rüber zu fliegen. Weil ich wusste, so, ich habe überhaupt keine Zeit. Und außerdem, was ist denn dann der Flug und so, das muss ich alles bezahlen. Wir haben gesagt, okay, pass auf, wir legen mal alles zur Seite, was Vernunft ist. Lass uns mal unser Herz hier einfach mal fragen, was richtig ist. Und dann bin ich einfach für 2 Tage rübergeflogen, haben ihnen einfach nur Zeit verbracht. Weißt du, so plane, ungeplant zu tun, dass du an einem Punkt bist, wo du sagst, hey, das macht vielleicht keinen Sinn, menschlich gesehen, aber du weißt, das ist ein Akt der Liebe. Herzwerk. Dass du an einem Punkt bist, wo du sagst, hey, ich möchte nicht einfach nur eine menschliche Kalkulation machen, ich möchte mit Gott rechnen. Eine Ewigkeitsperspektive bekommen. Was der Fleißige plant, bringt ihm Gewinn. Wer aber allzu schnell etwas erreichen will, hat nur Verlust. Und ich möchte uns heute eine Frage stellen. Wenn du heute hier bist und du sagst, boah, Jimmy, das ist wirklich ein Kampf der Giganten. Ich möchte dir sagen, in diesem Kampf befinde ich mich auch. Ich bin nicht vom Himmel gefallen und mir fällt das nicht alles leicht. Ich sag euch, ich habe solche Zeitkiller in meinem Leben, wo ich ganz genau weiß, hey, hier muss ich immer etwas tun. Weißt du, was ich zum Beispiel habe bei Social Media? Keine Pop-ups. Ich habe keine Nachrichten. Ich habe nichts, was ich so im Zeitfenster sehe und das, ich will nicht. Es ist jetzt schon schlimm genug und wenn ich dann immer noch Nachrichten und nein, das soll mich nicht bestimmen. Ich weiß nicht, wo deine Grenze ist, ich weiß nicht, was deine Maßnahme ist. Ich kenne dein Leben nicht, ich kenne nicht deine Kämpfe. Aber ich glaube, du bist hier, wo du ganz genau weißt, in der Perspektive der Endlichkeit, der Unendlichkeit, der Ewigkeitsperspektive sind so viele Sachen einfach Schrott. Manchmal denke ich mir in meinem Leben, Fußball ist viel zu groß in meinem Leben. Hier während der Probe habe ich nochmal kurz gecheckt, wie Freiburg gespielt hat. Ich habe eine Tippliga unter Pastoren aus ganz Deutschland. Macht einfach Bock. Aber manchmal echter Zeitkiller. Und ich sage nicht, dass wir uns nicht mal was gönnen. Nein, der Mensch braucht einfach diese Zeit und Gott gönnt uns diese Zeit. Aber ich bin einfach an jenem Punkt, wo wir sagen, ich brauche eine neue Grundausrichtung. Ich brauche einfach wieder eine Perspektive, die wieder sauber gestaffelt ist. Und dich möchte ich heute nämlich fragen. Wenn du ganz genau weißt, dass du damit gemeint bist, dass es einen nächsten Schritt, einen nächsten Glaubensschritt braucht in deinem Leben. Lass uns gemeinsam aufstehen.